Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Vanilla. Mit dabei der Crazy. Hallo. Also unsere Motivation ist langsam schon ein bisschen gestürzt. Wir haben bald keinen Bock mehr, ne? Nee. Wir haben gerade mal in den Configs geschaut. Strukturen sind an. Es kann alles generiert werden. Wir finden nichts. Wird doch lustig, wenn wir dann ein Endportal suchen. Oh ja, yeah, ne. Juhu. Also ich habe schon mal Kakaobohnen, ne? Das leckt gerade. Ich bin gerade am Dauerfressen. Der Server hängt gerade. Bei mir nicht. Ist das mein Internet? Nö, ich habe 26er Ping. Ah, jetzt. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo farmen gehe schon, ne? Ja, ja. Monster Hunter. Ich habe gerade gesagt, ich hätte einen Dschungeltempel gefunden. Das war nur wieder der nächste Berg. Melonen kann man aber auch im Dschungel finden, ne? Ja. Fand ich irgendwie schon blöd, würde ich es nicht sagen. Also bei mir lecken die Tiere extrem. Ja, irgendwie hat der Server gerade eben ein bisschen geruckelt. Ah, ich habe eine Melone. Ja, der Server hängt gerade was. Was sehr. Wow, und jetzt geht er. Okay, das ist traurig, dass ich einen Dschungel gefunden habe. Oder gesagt, wir einen Dschungel finden, bevor wir überhaupt einen PC da finden. Traurig. Ja. Also well done, Map Generator. Bin stolz auf Dicke. Aber können sich wohl nicht beschweren, dass wir nichts zu fressen kriegen. Wir haben schon mal jetzt Kakaobohnen, wir können Weizen anbauen. Irgendwie 3, 4 Stacks Fleisch haben wir und wir können Melonen anbauen. Also bitte. Und Kürbis auch. Oder? Stimmt, ich habe einen Kürbis. Ach komm, paddeln wir nochmal was. Ja, ich glaube, das sind für euch heute die spannendsten Folgen, die ihr je auf meinem Kanal gesehen habt. Cool, ich bin offline. Warum bin ich noch im Flugmodus gewesen? Da wundert es mich gerade anrufen kann. Der Fuck. Boah, ich bin echt zu verpeilt. Denk aber dran, wir müssen, je nachdem könnte es sogar sein, dass wir nächste Woche nochmal ein bisschen vorproduzieren müssen, ne? Naja. Weil ich ja auch noch danach die Woche in Urlaub fliege. Nur Spaß. Ich heul gleich, Christian. Ich heul gleich. Ich will Urlaub. Ich heul gleich richtig. Wieso? Ich hab Tundra gefunden. Du hast eine Tundra gefunden? Ja, ich bin auf dem Eis. Alter, was ist hier falsch? Also, liebes Nitrado-Team, falls ihr es nicht mitbekommen habt, der 1. April ist vorbei. Das wäre ein schlechter Scherz. Das wäre echt ein schlechter Scherz. Keine Lust mehr zu laufen. Denkst du, hey, ich bin jetzt bei 12.500. Also ganz ehrlich, von dem Biom, die ich durchlatscht bin ich schon am nächsten Erfolg. Also Erfolg minus 6.200. Christian, minus 12.500, minus 2.100. Alter. Sag mir noch die Millionen.
Also 13 Millionen, dann ist die Weltgrenze. Pass auf, ich sag dir, ich habe ein Gefühl, wo ein NPC drauf ist. Ungefähr am Ende. Bei den Farlands. Die gibt's nicht mehr. Die wurden rausgepatcht? Aha! Wann das? Schon verdammt lange, dafür wurde die Weltgrenze eingeführt. Lol. Lustig ist, ab der Weltgrenze spinnt Minecraft aber völligst. Sag's mal so, da ist ein Redstone. 8x8 Blöcke groß oder so. Lol. Da kann man ja auch mal bestimmt so einen Teleporter beim Command Block hinmachen, ne? Können versuchen. Wieso ist der Command sehr lang, oder? Das ist ein unendlich Repeat-Command, den wir irgendwann wieder stoppen müssen. Okay. Aber ich denke mal, ne, man kann sich nicht. Man kann sich, denke ich mal, nicht direkt zu 30 Millionen porten. Jetzt hast du meine Neugier geweckt, das müssen wir testen. Hier. Auch 3 Anrufe in Abwesenheit. Ups. Lass mich raten, deine Schwester oder deine Mom? Nö, meine Kumpels. Ja, die wollen eine Couch hochtragen in den ersten Stock oder in den zweiten. Und die Couch ist etwas länger. Ich glaube, die ist 3-4 Meter lang. Nee, das Geniale war ja auch noch, wir mussten mal für eine Freundin sollten wir Teppich abholen oder so? Nee, nicht ein Teppich, das war ein. Auch ein richtiger. Das war so eine Folie, sag ich jetzt mal. Kennst du hier diese PVC-Böden? Ja. Wo du nur noch drauf klebst? Ja. Mussten wir mal durch die ganze Stadt tragen. Weißt war du? Wahrscheinlich klingt doof, oder? Ich glaube, das Bild hatte ich dir sogar die YouTube-Gruppe geschickt. Ja. Ja. Du ganz hinten. Mhm. Auch noch auf perfekte Höhe. Das sah aber auch genial aus, wie das immer wieder größer geworden ist, ne? Ja. Boah. Ich bleib jetzt hier im Moment mal stehen und brate einfach mal was durch. Ich hab mal kurz mein Handy in die Hand genommen, ich schau mal ein bisschen auf was auf Facebook. Ich brauch mal was Ablenkung. Boah, mir tut grad der Nacken was weh. Bald habe ich echt keinen Bock mehr. Ich habe eine Spalte gefunden. Schon wieder. Oh, mit viel Eisen. Oh, ich habe Pferde schon wieder gefunden. Oh, vor einer Stunde kam Let's Play Sky Factory 2. Ein paar schöne neue Geräte von Firmen Expansion und Ender.io für künftige Dinge, die Spaß machen. Klingt lustig. Das kann aber keine Folge von Trivolo sein, ich meine, das ist Ender.io. Wie viel Leder hast du eigentlich? Nach dem Stack. Alles klar, wir können schon voll den Charter machen, Alter. Ich habe echt keinen Bock mehr. Puh, ja, komm. Neue Welt? Nein. Ja, die Folge ist noch zu Ende und dann hören wir weiter auf. Und dann suche ich mal irgendwie offscreen was. Ich wette. Wir hätten nur im Spawn andersrum laufen müssen. Bestimmt, irgendwie so etwas. Wenn's echt so wäre, dann scheiße ich Mojang ins Gesicht. Das ist echt.
Alter, diese Schneewüste ist aber auch echt extrem groß. Ja. Normal, das weiß ich. Also ich bin jetzt knapp bei 8000. Ja, ich bin jetzt bei 13.300. Und ich wechsle gerade von Ice Plains in Cold Tiger. Tiger Woods, kennst du? Ja, aber schlecht. Der war extrem schlecht. Schreibt doch mal bitte in den Kommentaren, wer je für einen NPC davon so braucht. Also das ist lächerlich. Also, liebe Zuschauer, ich habe bald keinen Bock mehr, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja. Und ich bin schon fast Level 30. Ich bin Level 8. Eine Savanne gefunden. Ja, die hatte ich auch schon gefunden. Kann das bei uns eins zu eins dasselbe immer kommt? Keine Ahnung. Schlafen? Ja, miteinander oder? Bin gleich da. Was Ganz ist das? ruhig. Ich glaube, ich habe einen NPC drauf in der Wüste gefunden. Was? Ja! Lauf das Geh so mal. schnell wie möglich hin. Nein, es ist eine Pyramide. Wir haben den Beweis, es gibt Strukturen. Und Hasen. Ich habe Hasen in der Wüste gefunden. Ja, die habe ich auch schon gefunden. Hier so beige Hasen, ne? Ja. Ja, ich habe gerade welche auf den Schneefeldern. Wo zur Hölle können die Hasen überall spawnen, ey? So, mal schauen, was ich da unten finde. Mit den Dias. Oh, das sind normale Felder wieder. Auch schon Dias incoming. Ich spüre es. Hart und trocken. Sicher, dass du die Folge nicht auf FSK 18 stellen willst? Keine Ahnung. Ich habe hier wieder ein paar Pferde gefunden. Ich habe 9 TNT. Bin Weißt voll. Fuck. du, was das Geniale damals war? Holy fuck! Was? Ja, Was ist? genau. 5 Emeralds. Ja, sehr schön. Jetzt brauchen wir nur das NPC drauf zum Handeln. Bei Dias? Also, ich bin auch erfolgreich. Ich habe Lava gefunden. Und Pferde. Und Dirt. Ja gut. Blumen schmeiß ich weg. Und noch mehr Pferde. Schweine, Brauchen wir Wasser. Sandstone? Das können wir ja noch farmen. Okay. In den Gunpowder mit den ganzen Rüstungen. Ja, sehr schön. Weil schon mal Emmy willst, das haben wir schon mal etwas, womit wir handeln können bei den Villagern. Aha. Gunpowder schmeiße ich auch weg. Fertig. So, ich habe jetzt die ganzen wichtigen Sachen. Ich spreche einen Teich, ne? Ich spreche einen Teich. Ich Also bin ich hab... schon. Ich bin schon wieder am Meer angekommen. Alter. Ich habe jetzt keine Ahnung, dass. Also, wenn irgendeiner der Zuschauer sich dazu berufen fühlt, ich würde dafür irgendwie ein Spiel aus meiner Steamliste, würde ich bestimmt dafür verschenken. Wenn er sich berufen fühlt, bitte zählt einmal zusammen, durch wie viele Felder wir schon gelatscht sind. Also nur bei Dosch, bei mir nicht. Ja, halt nur diese sparen. Also schreibt mich da bitte mal an oder schreibt in die Kommentare. Ich werde da bestimmt mal einen Steam-Key mal verdroppen lassen.
ist lächerlich. Wenn ich jetzt ein Dorf in der Wüste finde, mach ich tick aus. Weil wir waren bestimmt nicht in der Wüste. Aber bei dir in der Nähe ist der Wann, ne? Mhm. Ja, da kann man auch halbwegs gut bauen. Wenn, dann ziehen wir den ganzen Villager rum, fertig. Alter, ich hab eine mega große Wüste gefunden. Mann, ich hab neue Felder gefunden. Warte mal, wie viel FPS habe ich nun? Ach, da kann ich ruhig hier in der Distanz weiter hochschrauben. Scheiße, also, das Surfer gibt nicht mehr. Nein, ich hab's! Ein NPC-Dorf! Was? Ja! Ich bin bei minus 14.240! Alter! Was? Was? Da ist ein NPC. Was ist das hier? Wie beschissen ist es? Das willst du nicht wissen. Also doch kein NPC-Dorf? Ein NPC-Kaff. Die haben ja noch nicht mal Getreidefeld hier. Okay. Das ich glaube, wir haben ein paar übersprungen. Das sind zwei Häuser und ein Brunnen. Wow. Modern. Also ich fahr gerade schon wieder. Hä? Ich fahr gerade schon wieder. Übers Wasser. Ja, ich latsche auch weiter. Wobei, hier könnte man eigentlich bauen. Wollen wir dann hier bauen? Ich habe eine Savanne und eine Wüste wieder gefunden. Also generell, ich schaue mich mal so ein klein wenig hier in der Gegend noch was um. Dann entscheide ich, ob wir hier bauen. Wenn du dann noch irgendwie ein größeres NPC dort findest, dann bauen wir bei dir. Ich werde ja wahrscheinlich noch offscreen ein bisschen rumlaufen. Ja, ich werde auch nochmal bestimmt hier was machen. Alter. Was ist das bitte für ein Biom? Biom Beach? Nein. Den wissen. Savanne. Savanne Plant. Planthouse M. LOL. Planthouse? Ja. Es ist eine Savanne mit riesigen Bergen. Ach das. Da fuck, das sieht mega geil aus, ne? Finde ich jetzt. Problem ist, ich will mich jetzt nicht zu dir porten. Hm. Du es nicht. Ja, ich lasse es auch. Folge dürfte auch gleich schon wieder rum sein, ne? Ja, noch 2 Minuten. Ich habe auch diesen besonderen Dreck gefunden. Hier diesen Pozzol, oder? Nein, wo nichts drauf wächst. Ach, hier diesen steinigen Dreck da. Wo dieser Kies drin ist, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Ah, hier sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Bin wieder in der Wüste. Also ich habe hier schon ein schönes Gebiet eigentlich gefunden. Hier ist vieles ziemlich eben. Wir haben hier Schweine, Kühe, verdammt viele Tiere sogar. Hühner habe ich hier gesehen. Hier sind Schafe, hier ist eine Schlucht. Wo ist das NPC-Dorf? Ja, da kommt es gleich. Okay, eine Mini-Schlucht ist das, aber trotzdem, das ist schon mal was. Wieder eine Pyramide. Wir haben hier auch Bäume. Jede Menge Sonnenblumen. Komm schon, hier muss was sein. Komm schon. Warte, Option, Grafikeinstellungen. Sichtweite 2 und 3. Also, die Pyramide feiere ich. Wieso? Man sieht nur die Spitzen.
Alles andere ist unter Sand begraben. Alter, der Server kommt gar nicht mehr im Regenerieren von den Chunks hinterher. Okay. Okay. Was? Okay. Wie viele Emeralds sind die jetzt diesmal? Zwei enchantete Bücher. Eins ist Punch 2, das andere ist Fire Aspect 1. Zwei Warte. Goldene Äpfel. Warte, goldene oder Notch? Goldene. Okay. Dann zwei Eisen und eine Diamantrüstung, also Pferderüstung. Ja. Und dann noch 6 Gold. Und dann noch waren überall ein paar Emeralds drin. Okay, ich schaue mal ganz kurz dahin, wenn da jetzt kein NPC drauf ist. Beende ich die Folge und dann bauen wir halt da hinten jetzt einfach. Ansonsten gehe ich mal kurz in mein PC drauf. Das ist der letzte Hügel und nein, hier ist nichts. Gut. Dann lade ich offscreen zurück, hol den Crazy an und dann bauen wir da. Oh, bei dir? Ja, weil hier waren verdammt viele Tiere, hier war es richtig flach, hier sind Bäume, hier ist Plains. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge fangen wir dann endlich mal an zu bauen. Achso, und einen Sattel habe ich. Ja, super. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge fangen wir dann endlich mal an zu bauen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.